Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Let's Play Obscuritas. Es ist nichts Spannendes passiert in der Zwischenzeit. Ich habe gerade mal hinter mein Mikro geguckt, weil ich dachte, ich habe da was gesehen. Wir sind nur aus diesem Anwesen quasi rausgekommen. Ich habe Pause gedrückt und die letzte Folge war zu Ende. Und wer die letzte gesehen hat, der schließt quasi genau jetzt hiermit an mit uns. So, dort leuchtet was im Busch. Lass mich vorbei. Aber das ist nur ein glitzerndes Blatt. Na gut, dann bleiben wir mal auf dem Pfad, bevor ich den verliere. Und ich bin gespannt, was der nächste Abschnitt uns zu bieten hat. Dort hinten sieht es aus wie ein riesengroßes Gebirge oder sowas. Keine Ahnung. Das sieht doch immer noch so parkmäßig aus oder so, ne? Ist hier was drin? Lass mich mal durch. Wow, cool. Leute, da gehen wir gleich hin. Ich möchte bloß gucken. Nein, wir haben keine Batterie hier drin. Ich fand, das war ein bisschen wenig Park für mich persönlich. Also, ich mag Spiele mit Freizeitparkelementen drin. Besonders Gruselspiele. Ich glaube, das tötet uns, ne? Ich kann mir vorstellen, oder kommen wir außenrum? Nee, da ist ein Fels und da ist ein Fels. Wir müssen hier bestimmt durch und dabei aber flink sein, sodass es uns nicht wegballert. Okay. Gut. Schade eigentlich, dass wir nicht eine Runde mitfahren können, aber ich glaube, ich würde zumindest im Videospiel davon kotzen. Einfach, weil ich dieses Motion Sickness Ding auch noch nicht so ganz verarbeiten kann. Ich gebe mir zwar Mühe, indem ich bewusst so ein paar Spiele spiele, bei denen ich weiß, dass es mir schwerfällt. Das ist die Achterbahn, ne? Bei der waren wir ja schon. Aber ich habe das Gefühl, das verbessert es nicht. Also mir geht es halt weiterhin nur so, also nicht gut. Aber, huch, hier kracht meine Framerate gerade barbarisch ein. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich geh mal hier lang. Der Hund. Okay, das ist nicht cool, dass die so weg. Okay, der läuft doch hier lang. Ich warte mal kurz, wie lange es dauert. Der läuft offensichtlich keine Treppen. Wie lange es dauert, bis der zurückgesprintet kommt. Und zeitgleich, da kommt er schon wieder. Geht jetzt nach rechts. Wow, was ist denn hier los? Hier drüben habe ich 60. Hier ist alles flüssig. Und hier geht schlagartig runter auf 20. Was ist denn da los? Boah, das tut mir echt leid, dass das jetzt so ruckelwuckelig ist und nicht geil. Wo ist der Hund? Vielleicht gucke ich einfach die ganze Zeit nach da drüben. Hier ist es besser. Wo ist der Hund? Da kommt er. Guter Hund. So, hinterher. Oh, und an der Bank hängen bleiben. Okay. Kann ich hier rein? Ist hier irgendwas? Macht das überhaupt Sinn, dass ich hier drin bin? Ich glaube nämlich nicht. Ich warte mal, bis der Hund wieder kommt und weg ist. Der müsste ja jetzt im Moment auf der rechten Seite sich irgendwo befinden. Dann zum... Ich habe ihn gerade gehört, der müsste jetzt vielleicht in der Mitte gewesen sein. Und jetzt kommt er hier auf unsere Bahn. Oder? Kann man, bevor er nach rechts gegangen ist, nochmal in der Mitte lang? Nee, ne? Jetzt ist er hier rechts gerade. Jetzt kommt er hierher. Und findet uns nicht. Okay. Das wäre aber auch zu komisch gewesen, wenn er, wenn er einfach an uns vorbeigelaufen wäre. Gut, der Weg war jetzt ja nicht so weit, den wir machen mussten. Den wir auf uns genommen haben. Spiel laden. Wie heißt das denn? Ausweg. Ausweg ist doch ein gutes Thema, oder? Stört mich aber ein bisschen, dass es diesen krassen Frame-Einbruch gibt. Weil hier seht ihr ja, ist alles flüssig. Ich habe 60
FPS in diesem Augenblick. Nicht wundern, weil YouTube sagt, es ist 30. Ich render die auf 30. Das liegt einfach daran, weil ich mal gehört habe, dass man diesen Unterschied auf YouTube gar nicht so krass wahrnimmt. Eigentlich so gut wie gar nicht. Beziehungsweise manche Leute sogar, die empfindlich darauf sind, solche wie ich, 60 FPS nicht unbedingt als angenehm empfinden. Okay. Jetzt stürzen wir gleich wieder ein, filmtechnisch. Sind jetzt schon nur noch 40, 30, 40 wieder. Komisch. Ich hoffe nicht, dass wir in die Richtung mit den 20ern müssen. Das wäre echt kacke. So, Hundi. Doch nicht? Doch, da kommt er. Ich warte mal hier kurz. Okay, jetzt ist er rechts. Ich dränge mich mal hier links hinten durch. Hier ist noch so ein anderes Gewächshausteil. Ich gehe einfach mal ganz außen lang. Weil da läuft ja offensichtlich die Pfade tatsächlich ab. Also sucht sich nicht unbedingt diese Umwege. Da ist ein Tor. Dann ist der Hund. Können wir nicht aufmachen. Gut, weiter. An dem Schalter fehlt eines der Zahnräder. Schalter. Was für Schalter? Erstmal weg hier. Zahnräder finden. Okay. Der Hund. Da. Der rennt hier eine Runde rum und haut wieder ab. Okay, der kommt also auch gar nicht hier hoch, wie es scheint. Was ist das? Ist das ein Rasenmäher? Sieht ein bisschen so aus. Diese drei Röhren scheinen wieder keinen Strom zu haben. Diese drei Röhren. Ach, diese drei Röhren. Deshalb die Zahnräder für die Dinger. Und hier ist schon ein Kristall drin. Meiner... Ach, das ist wieder Hebel ziehen, wenn wir das Symbol haben. Ich habe es endlich geschafft, durch das Portal in die andere Welt zu gehen. Ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht. Diese Welt existiert. Allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Abbild unserer Realität zu handeln. Es war sehr schwierig, hier das Portal zu finden und seine Funktion wiederherzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination stimmt und ich wirklich wieder in unserer Realität ankomme. Okay, sehr cool. Dann lassen wir die Kombination, welche auch immer da eingestellt ist, auch einfach bestehen. Und Zahnräder. Hier drin finden wir nichts außer eine beschissene Framerate. Dass ich gerade echt am Überlegen bin, ob ich euch das antue oder ob ich das schnell offscreen spiele. Und diese drei Zahnräder hole. Weil ich weiß nicht, wie ich die hier erhöhen sollte. Denn das Spiel läuft ja ansonsten komplett flüssig. Es ist ja nicht, dass ich... Hier ist ein Weg, hier könnte der Hund langkommen. Es ist ja nicht, dass ich irgendwas an meiner Hardware jetzt hier schrauben und ändern könnte, müsste. Ganz davon abgesehen, dass ich... Wo? Da. Okay. Mal ganz davon abgesehen, dass ich sehr gut ausgerüstet bin, muss ich sagen, was meinen PC angeht.
Kommt der jetzt hier lang oder nicht? Zahnräder, Schalter, irgendwas. Lass mich durch. Nichts. Was soll ich denn hier tun? Ich finde keinen Schalter. Oder ist das tatsächlich nur an... Ich kann ja nichts machen. Oder ist das... lass mich vorbei. Tatsächlich nur an dem einen Ding. Ich will ein Hundchen. Wow! Ich habe ihn zu spät gesehen. Verdammt! Ach. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich probiere das mal kurz oder ich suche mal kurz offscreen nach den Zahnrädern, nach dem Schalter oder sonst irgendwas und gucke, ob ich dort genauso Frame-Einbrüche habe. Also ohne die Aufnahme, ohne irgendwelche zusätzlichen Belastungen. Aber wie schon gesagt, ich laufe sonst immer auf 60 FPS. Und wir sehen uns gleich nach einem Schnitt wieder. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und ich bin echt froh, dass ich eine kleine Pause gemacht habe. Denn, es war ein bisschen mühselig, mehr das Finden als alles andere. Obwohl es gar nicht so schwer versteckt war. Und zwar waren, wir sind ja vorher schon abgelaufen, mehrere solche Gewächshäuser-Dinge. Und in drei davon waren ja riesige Motoren oder Anlagen, sage ich jetzt mal drin. Diese Anlagen betreiben die grünen Säulen, die wir hier drin haben, die wir schon das erste Mal von unserer Portalszene quasi kennen. Die sind jetzt auch hier, stehen hier so ein bisschen rum. Und das Portal scheint jetzt wieder zu funktionieren. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination auch die richtige ist. Genau, das probieren wir auch gleich aus. Und dann musste ich Zahnräder suchen, die ich einsortiert habe. Eine dieser Säulen hat bereits, oder die Funktionalität, der Strom für eine dieser Säulen hat bereits funktioniert. Das konnte ich einfach umlegen. Und zwei der Zahnräder haben sich in dem Gewächshaus da hinten befunden. Eins lag, die habe ich ultra lange gesucht, das glaubt ihr gar nicht, bestimmt fast 20 Minuten. Die eine war in so einen Holzkasten reingespiegt und der andere, also das andere Zahnrad, lag auf einem gleichfarbigen Stuhl, weswegen man das ohne Taschenlampe hervorragend erkannt hat. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen frustriert an der Stelle, weil ich dachte, mein Gott, das gibt's doch nicht. Deswegen suche ich jetzt die ganze Zeit und bin halt wirklich, weil man ja keinen Anhaltspunkt hat, wo diese Zahnräder sein können, bin ich die Wiesen abgelaufen, draußen die verschiedenen Bänke, jedes Gewächshaus nochmal einzeln, ohne irgendwelche Erfolge. Aber jetzt haben wir es ja geschafft, ich habe bloß geschnitten, wie schon gesagt, die Säulen haben wir wieder intakt gebracht und weil die Framerate so schlecht war, wollte ich euch das echt nicht antun. Die bricht immer wieder an einer bestimmten Stelle oder wenn man in eine bestimmte Richtung guckt ein und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht haben auch andere das Problem, vielleicht liegt es auch nur an mir, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt durch dieses Portal. Sind wieder zu Hause. Wenn das mal nicht cool ist. Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch das Geräusch vom Portal oder sowas. Wir können aber nicht raus. Hier läuft doch alles wieder schön flüssig und oh, sehr schön. Das mag ich. Okay, da oben sind wir rausgeflogen. Wo gehen wir denn jetzt lang? Oben oder unten? Ich wäre dafür, dass wir mal oben gucken gehen. Weil wir das letzte Mal ja, glaube ich, am Anfang nicht hier oben durchgekommen sind, ne? Es geht auf. Moment, jetzt will ich unten gucken. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, weil ich ja geschnitten habe, aber... Ah, okay. Geht das eigentlich? Ja, geht immer für beide. Kann ich das Portal an- oder ausschalten? Nee, kann ich nicht. Gut, dann gehen wir... rennen wir erstmal gegen den Engel. Und? Waren die das letzte Mal schon dort unten? Ich weiß es nicht genau. Und gehen. Oh, erstmal lesen wir den Zettel. Ich lag mit all meinen Berechnungen richtig. Das Portal hat mich wieder zurückgebracht. Allerdings scheint der Übergang noch offen zu sein. Und somit konnte auch einiges andere mit in unsere Realität gelangen. Ich muss den Übergang schnellstmöglich wieder verschließen. Okay. Das klingt nicht so cool. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie wir das Ding verschließen sollen. Der Lichtschalter funktioniert ja nicht. Das heißt, hier haben wir jetzt auch ein paar Gruseldinge. Lichter funktionieren nicht. Ich habe auch keine Taschenlampen. Licht oder irgendwie sowas hier.
Also das... Ah, ein bisschen funktioniert aber noch. Eine Miezekatze. Die gab es im Pineview Drive auch. Den jungen... Ich dachte, ich habe deine Schlüssel gesehen. Den jungen Mann ebenso. Okay, aber ich würde sagen... Hier ist nichts. Gehen wir mal ein bisschen weiter schauen, was sich hier noch so befindet. Die Folge ist aber... Tür ist verschlossen. Die Folge ist aber auch gleich vorbei. Ist das? Nur eine Flasche? Und... Sonst nichts wirklich zum Mitnehmen und ich kann das auch nicht aufmachen. Gut. Wir kommen von rechts. Ja, hier ist alles kaputt. Okay, da ist ein bisschen was versperrt. Eine große Uhr. Hier ist auch alles wie so ein bisschen durcheinander, weil die Masken draußen hängen und die verschiedenen Möbelstücke. Und jetzt hat mein Timer vibriert das zweite Mal. Ich habe ihn quasi danach nochmal eingestellt. Hier ist der Jumpscare mit der Figur. Ich habe gerade gedacht, ich habe was knacksen gehört. Aber hier steht auch kein Schlüssel oder irgendwie sowas. Ah, ich glaube, das ist hier quasi die Übergangstür, damit wir in den Raum daneben kommen. Oder hinter die Absperrung. Aber, oh, Schlüssel. Sehr gut. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, ich stelle mich mal hier hin. Schaue diesen jungen Mann an, der uns gleich einen Jumpscare verpassen wird. Und verabschiede mich damit in die nächste Episode von Let's Play Obscuritas. Bis dann. Tschüss.